Ist mir egal, egal. Oh, oh mein Gott! Hi, herzlich willkommen zurück zu Let's Battle! Eigentlich wollte ich sagen Let's Camp Minecraft, aber okay. Achso, Let's Camp! Nein, okay. Let's Camp Minecraft, Folge 1. Alter, Folge so. 2. Ja, also wir haben jetzt gerade noch geredet, was wir jetzt machen, ob wir sie in der Höhle jagen. Ich bin der Meinung, Höhle ist scheiße, weil das letztes Mal unser Tod war. Ich bin der Meinung, Höhle wäre das Beste für Raketen. Da kannst du dich aber auch gut selber treffen. Ja, das ist klar. Aber, also es bleibt uns... Wir haben eben auch nochmal gesprochen im Teamspeak und wir glauben, dass die beiden in der Höhle sind unten, wo wir eben waren. Und entweder da ihre Sachen holen oder so Sachen farmen. Ich glaube auch, die haben da noch ihre ganzen Öfen und so, weil hier ist halt, wie gesagt, nichts. Ja. Also irgendwas machen die da unten, es scheint wichtig zu sein. Und ich glaube auch, sie haben uns gesehen, aber sind sich nicht sicher, ob wir das waren. So wie wir nicht sicher waren, wer das war. Wer hier gebaut hat? Ja, am Anfang hast du ja gemeint, wer ist denn das? Und dann hat man es ja so ein bisschen an den Skins erkannt. Ja, ja, das waren Fix und Maxle. Maxle und Tom. Ja, Fick da Fotz! Fix und Broadcast. Fix da Fox. Nee, Fick da Fix. Fix und Broadcast Place. Ja, nee, die sind ganz woanders wahrscheinlich gerade. Ja, aber die laufen scheinbar auch rum, haben sie gerade gesagt. Ja. Aber wir haben in jedem Fall haben wir Heimvorteil, Überraschungsvorteil. Ja, die Frage ist, ich habe jetzt halt zum Lovely Potato, habe ich gemeint, komm, lass doch mal einfach einmal einen Vorteil ausnutzen, auch wenn wir jetzt hier eine Weile warten müssen. Ja. Alter, du verschwindest, wenn ich mich so rüberdrehe. Zack, bist weg. Maxle just earned Achievement into Fire. Was ist das? Kannst nicht gucken. Ich google kurz auf dem Handy. Wird man ja nicht entsneakt, ne? Ja, Alter, das können wir uns nicht erlauben, besonders wenn Dominik auch unterwegs ist. So, vielleicht kommen die hier so vorbei, kommen Fire, so. Minecraft Achievement, was ist das? Du weißt, gell, wenn wir Domse, also wenn, nur mal angenommen, Domse und Fix würden jetzt hier vorbeikommen, ne? Ja. Also. Die beiden sind in der Hölle. Sicher? Ja, Into Fire hat mit den Dingern, mit diesem, die Feuer schießen und im Wasser zu tun hier unten. Okay, was sollen wir jetzt machen? Die sind definitiv in der Hölle. Sollen wir noch warten, bis sie wiederkommen, oder? Die müssen ja irgendwann wiederkommen. Hölle ist nicht ewig, Hölle würde ich Angst haben. Ja, okay. Was ich gerade sagen wollte, Alter, wenn jetzt Domsi hier vorbeikommt... Warte mal, The Blaze are yellow creatures. Okay, ja, die Blazes musst du töten, dann kriegst du Into Fire. Okay, so, bitte. Okay, also, ich habe gerade sagen wollen, wenn Domsi jetzt hier vorbeikommt und hier hochkommt und wir es schaffen, beide zu killen, also Fix und Domsi, Alter, dann haben die nur noch ein Leben. Ja, dann darf jeder noch einmal spawnen. Und wenn einer dann tot ist, dann darf er nicht mehr spawnen. Nee, warte mal. Ja doch, stimmt, ja. Die haben drei Leben. Jeder von denen darf zweimal spawnen. Wenn Fix jetzt sterben sollte, als erstes mal angenommen, haben sie ja noch das zweite Leben. Mhm. Wenn Domse dann stirbt, haben sie ja noch das letzte. Ja, das passt. Und wenn dann Domse stirbt und Fix überlebt, darf Fix ja noch so lange weiterspielen, bis er dann stirbt. Auch wenn alle Herzen aufgebraucht sind. Genau, so war das ja, gell? Nö. Huch, ich habe aus Versehen Teamspeak gemutet und bin auf einen anderen Teamspeak gekommen. Okay, die beiden sind in der Hölle. Ja, die Frage ist jetzt halt, ob es sinnvoller wäre, wieder rauszugehen und rumzulaufen und Domse und Fix zu suchen oder so, aber... Ja, aber dann haben wir wieder die Gefahr, dass die uns sehen. Und die dann einen Vorteil haben und uns von hinten raggen. Racken. Mhm. Kannst du mal ein bisschen nach unten gucken mit deiner Waffe? Ne, du? Ja, perfekt, danke. Musst du mich gerade kratzen. Im Auge. Mit der Waffe. Das ist bestimmt sehr sexy. Ja, genau. Aber wenn man so guckt, sexy. Man sieht deine Waffe, wenn man vom Wasser ausguckt. Ja, deine sieht gerade so 8 Kilometer groß aus und meine im Gegensatz dazu ist voll klein. Meine ist aber auch in deinem Kopf, die sieht man ja nicht. Meine ist bei mir nicht in deinem Kopf. So bleibst du jetzt. Nein, bleib so. Ja toll, so sehen wir ja gar nichts. Doch, ich guck ja nicht dich an. Ich habe ja dieses, dass du außerhalb des Dingens guckst. Und wenn hier einer hochkommt, dann sehen wir ihn ja. Dann hören wir das ja von der Leiter aus. Tom ist raus. Aber der hatte auch... Da ist er wieder. Der hatte einen schlechten Ping, deswegen. Ach so, na gut. Oder wieder, die hatten doch, haben die nicht erzählt gehabt, dass sie in der Hölle einen Bug hatten? Was? Ein Bug. In der Hölle. Ach so. Nee, das war das mit dem Portal, dass die da bei Domse gespawnt sind. Ach so. Ach, shit, wenn die jetzt aus der Hölle rauskommen, dann kommen die bei Domse raus. Nein. Die kommen bei ihrem Portal raus. Da ist, glaube ich, einer langgelangt. Nein, doch nicht. Das war doch letztes Mal auch so, da sind sie bei Domse rausgekommen. Du kommst, glaube ich, immer an dem ersten Portal raus, das gebaut wurde. Ich weiß nicht. Doch, ich glaube schon. Das habt ihr damals auch in Shogi gesagt.
Sag mal ruhig. Okay, gut. Ja. Ich dachte, ich hätte neben dir eingehört. Also bei mir, ich bin der Meinung, dass es so ist, dass du immer bei deinem Portal rauskommst oder so. Keine Ahnung. Ich glaube, in der Hölle kommst du bei deren Portal raus. Wenn da gibt's die Hölle eins. Ja, genau. Das generiert kein neues, sondern es ist da, du kommst da rein. Ja, richtig. So, und wenn du wieder raus willst, kommst du, glaube ich, zu deinem. Die sind ja auch wieder rausgegangen, soweit ich weiß. Ich bin mir nicht sicher gerade. Was war das? Eine Fledermaus. Also vom Geräusch her zumindest. Das ist auch die letzte Folge heute. Von den Nerven her schaffe ich nicht mehr. Ach komm, stell dich nicht an. Man sieht wieder deine Waffe. Die ist gar nicht so lang. Das sind jetzt nicht so spannende Folgen, ne? Naja, mit uns ist alles spannend. Wir sind die Bosse. Oh yeah. Weiß, ich krieg das nicht so gut hin, aber mir egal. Brody, neue Nudeln. Neue Nudeln? Ich kann nicht. Hey zusammen. Einen ungeheuer guten Tag wünsche ich euch. Ah, du Miesgeboren. Ich kann das gleiche sagen. Ich hab so Schiss, Alter. Glaubst du das? Es wird wieder Nacht. Muss auch noch Sachen packen, Digga. Hab ich auch noch nicht gemacht. In Minecraft? Was musst du denn packen? Ich packe meinen Koffer. Wollen wir spielen? Nein. Ich meinte für morgen, Alter. Boah, ich muss ja um 5 aufstehen. Er leckt mir am Arsch. Alter, gar keinen Bock mehr. Aber gut, ich kann ja im Bus schlafen. Wobei es da so einen Wichser gibt, der ihn anmalt. Genau, was ich letzte Folge sagen wollte, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, aber mich nervt diese Mausbeschleunigung bei Minecraft auch. Weißt du, wenn du dich drehst, dann will ich mich im gleichen Speed drehen und nicht auf einmal schneller drehen. Weißt du, nee, wenn du die Maus schneller bewegst, dann wird auch die Maus schneller. Das ist total ätzend. Nee, hast du nicht gesagt. Ich glaube, ich habe einen Namen gesehen. Echt? Wo? Ganz unten in der Höhle irgendwo. Also, das kannst du doch gar nicht gucken, oder? Doch, du siehst ja die Namen auch weit. Lass mal hier rangehen. Keine Ahnung, Digga. Komm mal runter. Ich mag den Geräusch, den du machst, wenn du deinen Schnauz hast. Ich mag den Geräusch, den du machst, wenn du deinen Schnauz hast. Wie keiner von euch diesen Dialekt richtig hinkriegt. Digga, ich würde dir so gerne in die Fresse schießen, ne? Es liegt einfach nur daran, weil ihr alle keine Schwaben seid. Weil Teddy ist ja Schwabe, ne? Teddy ist schwarz, ja. Schwabe, ja. Hast du irgendwie eine Spitzhacke oder so, irgendwas anderes, das du in die Hand nehmen kannst? Und dann einfach mit dem Mausrad schnell wechseln? Ja, das war die Granate, oder? Hattest du die Granate gerade in Hand? Ja. Das sind aber fette Bälle. Hm? Ich wollte ranzoomen, aber ich hatte ja meine Spitzhacke in der Hand. Hm. Mal sagen wir noch die und eine andere Folge und wenn das dann nichts wird, dann gehen wir weiter. Ich will aber diesen Vorteil nicht ausspielen. Du wolltest in die Höhle runter, also jetzt sei mal ganz ruhig hier, ne? Die können aber auch nicht 2 Folgen jetzt da in der Hölle chillen, oder? Können sie, siehst du doch. Die müssen auch irgendwann wieder hochkommen. Ich wette, Domse und Fix hätten auch noch länger gechillt, wenn Domse nicht gestorben wäre. Vielleicht sind sie ja wieder da. Na gut, gerade hat er ja gemeint, er läuft draußen rum, aber... Achso, ja, aber das ist ja auch schon wieder 3-4 Folgen her. 5. Da ist ein Namensschild? Ah ne, das bist du, glaube ich. Da ist ein Creeper vor der Tür. Ein Grafikfehler. Was war das? Ich guck die ganze Zeit Richtung Höhle. Ja, ich hab... Ist das... Ne, das ist nur Dreck auf meinem Bildschirm. Ja, auf jeden Fall sehr nice, Digga, sehr nice. Ja, okay. Wir dürfen denen halt auf jeden Fall nicht sagen, dass wir hier sind. Nein, natürlich, ich schreib denen das, Alex. Ja, klar, in die Kommentare vom Video, gell? Ja, bitte schreib's in deren Kommentare. Nicht. Bitte lass das. Das darfst du doch nicht sagen, Alter. Es gibt Leute, die glauben das und machen das schon. Ja, die habt das doch gesagt, dass ihr das wollt. Gut, wer in deren Kommentare schreibt, wo wir sind, der wird eh auf deren Channel gebannt. Ist einfach so. Glaub schon, das glaube ich nicht. Die doch. Nutzen das eiskalt aus. Sagen, oh, die Pisser verstecken sich also. So. Dann notfalls haben wir aber auch noch Backups und dann können wir das Ganze wieder herstellen, wenn es unfair war. Ganz einfach. Jo. So. Aber es kann doch nicht. Ich denke immer, ich sehe im Augenwinkel ein Namensschild, aber das ist kein Namensschild. Das ist immer nur. Ich glaube, das kommt auch daher, dass wir jetzt so aufgeregt sind, in Anführungsstrichen. Mein Ohr juckt, warte. Rechten Zeigefinger auf Shift und kratzen. Und Headset wieder aufsetzen. Hätte ich einen Laptop, würde ich mit dem Laptop mit Shift drücken durch die Wohnung laufen. Muss mal meine Hand abtrocknen ein bisschen. Halt's Maul, Alter, kein Bock auf dich. Hast du gerade zu deiner Freundin geredet? Ich habe keine Freundin, ich bin Single. Was? Aber diese Tuss, Single? Die ich dir letztens geschickt habe. Ja, die würde ich so direkt ballern, ne? Ja, natürlich. Allein wie die redet, Alter. Oh, ich dachte gerade, da oben steht einer, aber das ist nur ein Skelett am Abgrund, ey. Allein wie die redet, Alter. Schon gern Matt. Ich will nur noch Matt drauf haben. Ich hoffe, die guckt nie meine Videos. Wobei, eigentlich ist mir egal. Ist mir egal. Egal. Oh mein Gott! Die sind immer noch in der Hölle.
Oh, wenn die jetzt zurückkommen, Digga! Das wäre so unfair. Dann haben die gleich nur noch zwei Leben, wenn wir beide erwischen, nur noch eins. Ja, das wäre unfair. Der muss jetzt hier zur Base kommen, Digga. Hier ist nichts, der kommt nicht zur Base. Der wird höchstens in die Höhle. Der wird in der Höhle gespawnt werden. Wollen wir in die Höhle? Doch! Ach, nein, die haben hier keine Betten! Hier oben, da oben in der. Du spawnst nicht in der Höhle. Doch, wo sollen die denn? Glaubst du, die haben das in der Höhle aufgebaut, das Bett? Ja, hier in dieser Base, hier sind nur. Da oben ist eine Kiste und eine Crafting Table. Und in der Kiste waren drei Lava-Eimer. Ja, weißt du, wenn dann der andere auch noch zurückkommt, dann. Ja, der andere hat doch nichts. Wir gehen zwei gegen einen und der andere hat eine Hand. Eine Hand. Die Frage ist halt, ob da wirklich denn ihr Ding drin ist. Ihr Portal. Ja, da unten ist das Portal. Das wette ich mit dir um Fuffi. Ich weiß nicht, Digga. Ich weiß nicht. Was machen Sachen? Was sollen wir machen? Sollen wir hier warten? Die Folge ist eh gleich vorbei. Die können wir noch warten. Ja, was hatten die da denn oben drin noch? Drei Lava-Eimer. Einen davon habe ich. Deswegen sage ich ja, wir müssen runter, weil unten okay, deren Sachen sind. Die kommen aber schon zurück, denke ich, wegen den Lava-Eimern, wenn sie auf Jagd gehen, schätze ich mal. Naja, die Lava-Eimer sind wahrscheinlich, um das von oben runterzuwerfen, ne? Digga, diesmal sind wir richtig gut dabei, Alter. Wir haben noch nicht ein Leben verloren. Liebe. Gut, beim letzten Mal hat es auch bis Folge 17 gedauert. Aber da hatten auch das Dölet und Sparrick auch noch voll. Ja. Wir brauchen einen zweiten Goldapfel, wenn wir nachher nochmal meinen gehen. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht. Wir können doch jetzt auch schon mal auf dem Weg dahin gehen. Sollen wir? In die Höhle. Sollen wir? Ich will nicht sterben. Da kommt einer! Da kommt einer. Das ist Tom. Gott, Alter. Sieht er uns? Da unten ist die geheime Kiste. Wir müssen raus. Okay, komm. Pass auf, gell? Nee, warte. Nein. Das ist nicht die Kiste. Warum ist das Namensschild auf einmal so klein? Das ist ein geheimer Gang. Das ist ein geheimer Gang zur Höhle. Die Missgeburt. Oh, gerade mein Herz, Alter. Komm, lass hinterher, Digga. Ja, er hört uns nicht mehr. Jetzt können wir langsam runter. Wie komme ich jetzt an die Leiter ran? Einfach nicht Shift drücken. Einfach rein. Alter, das Skelett. Sneak dich. Das Skelett schießt auf mich. Da ist der geheime Gang. Kriegst du den? Hm. Ist das dein Ernst? Was ja? Junge, zieh doch mal ein bisschen tiefer, du triffst den nicht. Junge. Ja. So. Hinterher? Ja. Komm her, komm runter, ich baue zu. Komm runter. Digga! Nein! Fuck. Okay. Okay, Freunde. Digga, spannendste Folge ever. Da unten ist sein Namensschild, ich hab's gerade gesehen. Okay, Freunde. Das war's für die Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, Leute. Tschüss.